Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer 9. Vektorgeometrie-Lektion. Heute geht es um das Vektorprodukt. Ich werde es einführen und ich werde einige Möglichkeiten, es anzuwenden, anzeigen, sage ich mal, oder näher bringen. Und zwar das Vektorprodukt, das ist ein echtes Produkt. Das heißt, zwei Vektoren aus dem R3 wird wieder ein Vektor aus dem R3 zugeordnet. Beim Skalarprodukt wurde denen ja eine Zahl zugeordnet. Und dann komme ich auch schon dazu, was ist das Vektorprodukt überhaupt und ja, sieht so aus. Ich nehme zwei Vektoren aus dem R3, U und V. Das Vektorprodukt von U und V ist folgendes. U2 mal V3 minus U3 mal V2, erste Koordinate, zweite Koordinate. U3 mal V1 minus U1 mal V3. Und wie ihr merken könnt, das tut hier so changen, aber das erzähle ich nochmal. Und hier U1 V2 minus U2 V1, das ist die dritte Koordinate. Also, ich mache das mal weg für euch. Hier, das geht so, 2 nach 3 nach 1 nach 2, 2 nach 3 nach 1, 3 nach 1 nach 2, hier dasselbe. Und hier ist es einfach umgekehrt, hier ist V3 und hier ist U3 und hier ist dann einfach ein Minus. Und die Indizes beginnen also mit 2 und gehen dann so weiter, das ist, könnt ihr euch anschauen hier. So, sind U und V beide nicht die Nullvektoren und wenn U kein Vielfaches von V ist, also nicht so irgendwie, so, so steht der Vektor U kreuz V senkrecht auf U und V. Das werde ich noch im nächsten Exhibit euch zeigen. Das Vektorprodukt ist antikommutativ. Das heißt, U kreuz V ist minus V kreuz U. Also niemals sagen, dass U kreuz V gleich V kreuz U ist. Das wäre nämlich falsch. Next. Was ist ein Rechtssystem? Also, hier ist ein Korkenzieher. Ich zeige euch jetzt ein Rechtssystem. Und zwar mit diesem Korkenzieher hier ungefähr. So, also. Man dreht den Korkenzieher in diese Richtung, so, und dann bohrt er sich so nach hinten in den Korken. Das heißt, das hier ist U, das hier ist V und das hier ist U kreuz V. Und wie ihr auch sehen könnt, das steht senkrecht auf den beiden. So, next. Ach so, ja, eben das ist wegen dem Rechtssystem. Die drei bilden ein Rechtssystem, U, V und U kreuz V, wie ich ja jetzt gerade gezeigt habe. Ebenen, normale und Vektorprodukt. Die Ebene E sei wieder mal in Parameterform gegeben. Die sieht so aus, 7, 8, 9, das ist jetzt ein Beispiel, plus R mal 1, 2, 3, plus S mal 4, 5, 6. Das Vektorprodukt der Spannvektoren 1, 2, 3 und 4, 5, 6 ist eine normale, wie ihr schon gesehen habt, das steht hier senkrecht, ist eine normale von E. Das heißt, wir können ganz leicht mit dem Vektorprodukt eine normale herstellen, nämlich das ist das da, 1, 2, 3, Kreuz, 4, 5, 6. Und das rechne ich jetzt hier aus und das ist minus 3 mal 1, minus 2, 1. Der normierte Vektor ist dann also 1 durch Wurzel 6 mal 1 minus 2, 1, weil, also ich denke mir das minus 3 hier weg. Denn die Länge von diesem Vektor hier ist ja die Wurzel aus 1 plus 4 plus 1 ist Wurzel aus 6. Und die müssen wir hier zu 1 normieren. Die hessische Normalenform von E sieht also so aus. Dieser Vektor, 1 Sechstel 1 durch Wurzel 6 mal 1 minus 2, 1 mal x1, x2, x3 minus der Aufhängung, sage ich mal 7, 8, 9. Die Fläche eines Parallelogramms. Man kann mit dem Vektorprodukt ganz einfach die Fläche eines Parallelogramms ausstellen. Es geht nämlich U kreuz V Quadrat, sage ich mal U kreuz V, also ist U Betrag Quadrat mal V Betrag Quadrat mal 1 minus Cos Quadrat Phi. Wenn Phi der kleinere Winkel zwischen U und V ist, das sieht so aus. Ich habe hier U, ich habe hier V, das ist der kleinere Winkel zwischen U und V, also nicht der hier. Und dann gilt eben diese Gleichung. So. Es gilt 1 minus Cos Quadrat Phi ist Sin Quadrat Phi, weil Cos Quadrat plus Sin Quadrat gleich 1 ist. Wenn ich dann die Cos Quadrat abziehe, kriege ich eben diese Gleichung. Zieht man daher auf beiden Seiten die Wurzel, erhält man U kreuz V ist U Betrag mal V Betrag Sin Phi. U und V spannen ein Parallelogramm auf. Hier, könnt ihr das sehen? Zack. U und V spannen so ein Parallelogramm auf, weil ja V kein Vielfaches von U ist oder umgekehrt. Also, so, U und V spannen. Die Höhe auf U hat dann die Länge V-Betrag sin Phi. Das ist diese Höhe hier. Die hat die Länge V-Betrag sin Phi, weil sin Phi ist ja das hier durch die Hypotenuse. Und wenn ich das dann mit V-Betrag multipliziere, dann kriege ich ja das hier. Und das ist die Länge, die wir haben wollen. Also das ist ja unsere Höhe. Und dann haben wir eigentlich die Fläche eines Parallelogramms, ist die Grundseite, also U, mal der Höhe. Der hat die Länge V sin Phi und das ist also U-Betrag, V-Betrag
Hoppala, so, ziehen Phi. Und das können wir nach unseren Gleichungen hier hinten so noch umwandeln in U kreuz V Betrag. So, Vektorprodukte und Dreiecksflächen. Wir können jetzt hier in dieses Parallelogramm ja so ein Dreieck hier einzeichnen. Habe ich hier noch ein Textfeld? Ja, genau. Wie wir ja wissen, hat H die Länge V Betrags in Phi. Und das, die Fläche des Parallelogramms ist also, wie wir ausgerechnet haben, U kreuz V. Hier sind Pfeile drüber. Bitte nicht mehr übel nehmen. So. Das ist ja, wie gesagt, U kreuz V, haben wir gerade ausgerechnet. Und das heißt, das Dreieck, hier gibt es ja zwei gleiche Dreiecke, nämlich das da und gekippt nochmal das hier. Die sind gleich. Also ist die Fläche des Dreiecks die Hälfte. Also 0,5 mal U kreuz V, das ist die Fläche des Parallelogramms. Und damit hätten wir auch ein Dreieck berechnet. Dann, hier Volumen eines Spats. Im Übrigen, sorry, dass ich das nicht animiert habe. Ich bin da ein bisschen, naja. Ein Prisma ist also ein geometrischer Körper, der ein Vieleck als Grundfläche hat und dessen auf der Grundfläche stehenden Seitenkanten parallel und gleich lang sind. Das heißt, ich nehme hier zum Beispiel, das hier wäre ein Prisma. Dreieck, hier noch ein Dreieck und hier so parallele Linien. Also das Dreieck geht jetzt hier hin, also genau. Ein Prisma kann gerade sein, das heißt, die Seitenkanten stehen senkrecht auf der Grundfläche, aber es kann auch so irgendwie sein, von mir aus, also, oder aber schief eben. Ein mögliches schiefes Prisma mit einem Parallelogramm als Grundfläche wird Spat genannt. Das sieht so aus. Es hat hier ein Parallelogramm als Grundfläche, das hier ist sicher nicht senkrecht auf der Grundseite und hier hat es nochmal ein Parallelogramm. Das Prinzip von Cavalieri, der hat bewiesen, dass man das so schieben kann, sag ich mal, und dann dasselbe erhält, wie wenn das gerade wäre, so gerade. Das Prinzip von Cavalieri besagt in diesem Fall, dass ein schiefes Prisma dasselbe Volumen V hat, wie ein gerades mit gleicher Grundfläche G und gleicher Höhe H. Das heißt, hier kann ich einfach U mal H nehmen, hier, Grundseite mal Höhe, in diesem Fall, also, nee, sorry, ich bin etwas verwirrt. Die Fläche dieses Parallelogramms hier mal der Höhe. Bezeichnet W den Vektor einer Seitenkante, also zum Beispiel den hier, und damit also alle. So gilt, H ist W-Betrag cos Phi, denn das hier ist der Winkel Phi, dann ist das hier der Winkel Phi, also dieser Wechselwinkel. So, das hier ist Phi, das hier ist Phi. Das heißt, H ist, der, ist dann W-Betrag, das ist zum Beispiel der hier, mal cos Phi, weil cos Phi ist ja der da durch den da und das hier ist ja W, also H durch W-Betrag. Und wenn ich das mit W-Betrag multipliziere, kriege ich H raus. Wenn G U kreuz V ist, also das Parallelogramm, was wir ja schon hatten, ergibt sich, das Volumen ist U kreuz V mal der Höhe, ist W cos Phi. Und das ist U kreuz V mal W, also Skalarprodukt, Betrag. So, Abstand eines Punktes von einer Geraden. Wir haben hier einen Punkt und hier haben wir eine Gerade. So, nur so zum Sagen. Die Gerade G, diese Gerade hier, sei in Parameterform gegeben, also eine Aufhängung plus V1, V2, V3 und der ist nicht der Nullvektor. Ist P der Punkt mit dem Ortsvektor P1, P2, P3 und R gleich R1, R2, R3, der Ortsvektor von Groß R. Ich nehme das hier als Groß R. U definiert als R minus P und V spannen ein Parallelogramm auf. Das da und das da. Dessen Höhe gerade das Lot von R und G ist. Weil das da hier ist ja die Höhe von U und das ist ja genau das Lot. Und wir wissen ja, die Länge der Höhe H ist der Abstand von R und G. Also das habe ich jetzt gerade gesagt. Und wegen, und dann haben wir ja, das haben wir ausgerechnet, V-Betrag sind Phi, ist ja die Länge von H. Das steht hier nochmal. Wegen A gleich V-Betrag mal H ist U kreuz V. Folgt für den Abstand D ist R minus P. R minus dem Punkt P, dem Aufhängungspunkt P von der Geraden, kreuz V geteilt durch V-Betrag. Das heißt, kreuz V, so, dann haben wir die Fläche des Parallelogramms, die haben wir dann ausgerechnet, V mal U, oder? Und wenn ich dann noch teile durch V-Betrag, hier, dann habe ich ja nur diese Länge hier. Und damit verabschiede ich mich auch wieder. Mit dieser Übersicht über das Vektorprodukt ist die Kurzfassung der Vektorgeometrie schon beendet. Die Weisheit endet hier. Die nächste Lektion beginnt dann mit der Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und ja, alles Gute bei der Matura, die ja bald sein wird. In verschiedenen Schulen vielleicht etwas später, aber bis bald.